Das Interessante ist, dass Kaviar früher den Nimbus hatte des exklusivsten Produktes, das sich nur die obersten 500 leisten können. Und dadurch, dass jetzt eine sehr breite Angebotsvielfalt an Züchtern und Zuchtkaviar es gibt, sind die Preise wesentlich attraktiver geworden. Vor allem, wenn man es in Relation zum Preis nimmt, der vor 30 Jahren war. Und so gesehen ist es ein leistbares Luxusprodukt geworden. Und daher ist auch die Nachfragepreis, ist immer eine Frage von Nachfrage, unheimlich gestiegen. Es gibt ja Kaviar von der Forelle, es gibt den berühmten Seehasenrocken, der dann immer als Kaviar-Ersatz hergenommen wird. Und der klassische Kaviar ist vom Stör. Und wir haben also hier unterschiedliche Anbieter, ob das Prunier ist, ob das der österreichische Kaviar von Grüll ist oder ob das eben jetzt unsere Eigenmarke ist, die wir hier machen. Und es gibt dann unterschiedliche Kaviar-Sorten vom Stör, je nachdem, von welcher Störart dieser Kaviar ist. Und wir selbst haben jetzt Imperial-Kaviar, wir haben Beri, Malusol und natürlich Beluga-Kaviar als Eigenmarke. Und die Eigenmarke war insbesondere deswegen notwendig, weil wir uns gesagt haben, der Kunde braucht Vertrauen, weil welcher Kaviar ist gut, und daher haben wir gesagt, okay, wenn er Vertrauen hat, dann soll er Vertrauen in unsere Marke haben und nicht in die unterschiedlichen Anbieter, die es gibt. Es hat sich jetzt alles ein bisschen stabilisiert, aber es war so ein bisschen die Raubritterzeit vor ein paar Jahren, was Kaviar betroffen hat. Da ist Kaviar importiert worden, da ist Kaviar umverpackt worden. Man hat eigentlich nicht gewusst, was für ein Kaviar bekommt man. Heute als Kunde hat man eine Tieftestnummer, das ist das Essentiellste, weil diese Nummer bestätigt einem, dass es Zuchtkaviar ist, dass die Herkunft gesichert ist und dass der ganze Prozess abgesichert ist. Das ist das Um und Auf. Ein Kaviar, der diese Nummer nicht hat, ist einfach nicht zu kaufen. Und dann ist es Kaviar natürlich eine Frage des Geschmacks. Und die Qualität des Kaviars erkennt man in Wahrheit erst dann leider, wenn man ihn kostet. Daher ist die Marke für uns eine essentielle Geschichte. Und deswegen haben wir eben diese Eigenmarke an Kaviar im vorigen Jahr auf den Markt gebracht. Ja, also es gibt eben unterschiedliche Arten von Kaviar. Es sind, glaube ich, 16 oder 17 Störarten für Kaviar in Verwendung. Es gibt wesentlich mehr unterschiedliche Rassen, Arten von Stör. Und man muss einfach seinen Kaviar finden. Also wir haben den Beluga-Kaviar, der immer als der Rolls-Royce unter den Kaviar genannt wird. Aber das muss nicht sein, dass der jeden am besten schmeckt. Also mein persönlicher Favorit ist eher im Malusol und nicht der Beluga. Und ja, ich kann eigentlich nur empfehlen, kosten, vergleichen und seinen Kaviar finden. Es gibt immer den Einstiegskaviar, der ist auch preislich der Einstiegskaviar, den wir so genannt haben. Das ist Imperial Kaviar, das ist so der Allround Kaviar. Es gibt so Produkte, die schmecken so ziemlich allen am ähnlichsten, also am besten.